hier unterhalten, die in der Grenzregion aufgetreten sind, Drogenabhängige, die aus der Schweiz nach Waldshut-Tingen gekommen sind. Und da ist mir auch bewusst geworden, diese Grenzregion, die natürlich an einem guten Miteinander mit unseren Schweizer Nachbarn interessiert ist, wo es aber auch immer mal wieder Konflikte gibt. Ich habe mich gerade eben mit Felix Schweiner darüber unterhalten, dass wir auch seitens der Bundesregierung in all unseren Gesprächen mit den Schweizer Verantwortlichen immer wieder auch das Thema des Fluglärms natürlich ansprechen und alles daran setzen, dass dieses Thema gelöst wird. Und mit der Landesregierung zusammen, ich glaube, das ist für Sie alle hier ein ganz wichtiges Thema. Eine Fernsehdiskussion wünschen und es ist klar, so wie Thomas Strobel das eben gesagt hat, die Landtagswahl rückt näher. Das heißt auch die Aufforderung an Sie, sich zu entscheiden, wo, wie stimme ich, und deshalb ist es gut, dass wir heute darüber noch einmal sprechen können. Und ich glaube, die letzten Tage seit dem vergangenen Freitag, die haben uns ja alle unglaublich beschäftigt. Und deshalb möchte ich auch darauf eingehen. Wir haben eben der tausenden Opfer gedacht, von Erdbeben, von der Flutkatastrophe, also dem Tsunami. Und wir verfolgen jeden Tag alle das, was mit den Kernkraftwerken, insbesondere mit den Kraftwerken dort in Fukushima, passiert. Und wir müssen alle zur Kenntnis nehmen, dass diese Situation sehr, sehr ernst ist. Und das, was dort passiert, das heißt ja zuerst einmal, dass wir den Menschen dort vor Ort viel Kraft und alles Gute wünschen. Aber natürlich fragt man sich rund um den Erdball, bedeutet das auch etwas für uns? Und was ist das Besondere an diesem Ereignis? Das Besondere ist, dass die bisherigen Unfälle in Kernkraftwerken, Harrisburg steht dafür, Tschernobyl steht dafür, immer zurückgeführt werden konnten auf menschliche Bedienungsfehler. Man konnte also sagen, wir müssen die Menschen besser trainieren und dann wird das klappen. Wir haben jetzt zum ersten Mal eine Situation, dass die Auslegung eines Kraftwerkes, obwohl es sehr stark auf die dortigen Erdbeben ausgelegt ist, nicht ausgereicht haben, um einen solchen Schaden zu verhindern. Wahrscheinlich war es weniger sogar das Erdbeben, sondern vor allen Dingen diese über 10 Meter hohe Tsunamiwelle, die zu diesen Schäden geführt hat. Und jetzt ist es doch ganz natürlich, finde ich, dass die Verantwortung in Deutschland tragen. Ob das Stefan Mappus und die Landesregierung hier in Baden-Württemberg sind oder ob ich das bin mit der ganzen Bundesregierung als Bundeskanzler. Dass wir uns auch fragen, was bedeutet das für uns? Müssen wir auch etwas lernen daraus? Und natürlich werden wir keine 11 Meter hohe Tsunamiwelle haben und natürlich werden wir auch kein Erdbeben haben, der Stärke, wie wir das in Japan haben. Aber trotzdem heißt die Frage, was müssen wir eventuell daraus lernen? Und weil das so ist, haben wir gesagt, wir machen ein Moratorium, das die Wirkung hat, dass wir das Gesetz zur Verlängerung der Laufzeiten aussetzen und dass wir in drei Monaten, in den nächsten drei Monaten schauen, wie sich die Lehren zu ziehen sind aus Japan. Und das haben wir gestern mit dem Ministerpräsidenten diskutiert. Und zwar den Ministerpräsidenten, in deren Ländern Kernkraftwerke stehen. Und dann sind wir über diesen Schritt des Moratoriums, also einfach so zu tun, als ob es das Gesetz über die Laufzeitverlängerung nicht gäbe, noch einmal hinausgegangen. Denn das Moratorium, die Aussetzung, hätte nur bedeutet, dass Neckar-Westheim vom Netz hätte gehen müssen sofort. Alle anderen Kraftwerke aber hätten noch am Netz bleiben können, jedenfalls in den nächsten drei Monaten. Aber wir haben uns das Atomgesetz angeschaut und haben gesagt, lass uns doch mal schauen, was müssen wir jetzt tun. Und dann sind wir zu der gemeinsamen Überzeugung gekommen, alle Ministerpräsidenten, die dort waren und die Bundesregierung,
Wir müssen alle Kernkraftwerke einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen, unter der Maßgabe, was lernen wir aus Japan. Und bei den älteren Kraftwerken, das heißt denen, die vor Ende 1980 ans Netz gegangen sind, da wird die Sicherheitsüberprüfung umfänglicher sein. Und deshalb haben wir gesagt, das tun wir nur, wenn diese Kraftwerke in der Zeit abgeschaltet sind. Und das bedeutet, dass nicht nur Neckar-Westheim abgeschaltet wird, sondern dass noch 6 weitere, die eigentlich auch nach der Rechtslage von Rot-Grün jetzt weiterlaufen würden, abgeschaltet werden für die nächsten 3 Monate zur Überprüfung und damit die Möglichkeit besteht, die Lehren ausführlich zu ziehen. Das ist der Sachverhalt. Und jetzt haben wir darüber eine Diskussion, die auch ein bisschen spitzfindig ist. Darf man denn das aussetzen? Und deshalb möchte ich das auch nochmal erklären, weil das heute wieder viele Menschen beschäftigt. Und da sagen wir, ja, wir dürfen das, weil das Atomgesetz in einem Artikel sagt, wenn bestimmte Sicherheitsfragen auftreten, dann kann es eine Anordnung geben der jeweiligen Länder. Und das haben wir zwischen Bund und Ländern auch besprochen. Und diese Anordnung heißt, man muss das Kraftwerk vom Netz nehmen. Das ist ein Gesetz, das ist das Atomgesetz, in dem das geregelt ist, das ist natürlich vom Deutschen Bundestag beschlossen. Aber wenn dieses Gesetz vollzogen wird, dann müssen das die Länder machen, weil die Länder im Auftrag des Bundes an dieser Stelle arbeiten. So, und ich glaube, es war ein richtiger Schritt, vorsichtig zu sein und genau diesen Schritt zu machen und jetzt eine umfängliche Sicherheitsprüfung ablaufen zu lassen. Parteien, sich in irgendwelche Diskussionen zu verstricken, sondern einfach zu fragen, was bedeutet dieses Ereignis in Japan für uns. Und deshalb fand ich es auch richtig, dass Günther Oettinger gestern eingeladen hat. Alle Kraftwerksbetreiber, und zwar nicht nur die aus Deutschland, sondern aus allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, und zu sagen, wir müssen für alle Kraftwerke eine solche Sicherheitsüberprüfung machen. Er hat das den Stresstest für Kernkraftwerke genannt und das war richtig, dass das jetzt stattfindet, meine Damen und Herren. Die Sicherheit jedes europäischen Kraftwerkes hat auch etwas mit unserer Sicherheit zu tun. Diejenigen, die entlang des Rheins wohnen. Und jetzt mal ganz anders als in anderen Ländern Europas sind alle Parteien in Deutschland der Meinung, dass wir aus der Kernenergie aussteigen wollen. Wir haben gesagt, die Kernenergie ist eine Brückentechnologie. Die Kernenergie ist eine Brückentechnologie und die Frage, über die wir uns politisch auseinandersetzen, ist die Frage, wie lang muss diese Brücke sein? Und da sage ich, sie kann kurz sein, aber die Kürze der Brücke darf nicht dazu führen, dass wir anschließend Kernenergie aus anderen europäischen Ländern bei uns importieren. Wie können wir eine vernünftige Energieversorgung sicherstellen, die im Übrigen auch bezahlbaren Strom mit sich bringen muss, weil wir auch nicht alle Arbeitsplätze in Länder verlieren dürfen, die das dann einfach billiger machen? Und wie können wir schnellstmöglich das Zeitalter der erneuerbaren Energien erreichen? Denn die Brücke kann in dem Moment enden, wo wir das Zeitalter der erneuerbaren Energien erreicht haben. Und jetzt werden wir jedes Mal an der Spitze der Bürgerbewegung zu sein, die dagegen ist. Das geht nicht.
Sie kann ich Tag machen. Was bedeutet denn erneuerbare Energie? Erneuerbare Energie, das ist Solarenergie. Die ist noch recht teuer, deshalb kann man nicht alles mit Solarenergie schaffen. Das bedeutet vor allen Dingen Windenergie. Das bedeutet auch Biosprit. Und das bedeutet und Biomasse insgesamt. Und das bedeutet vor allen Dingen im Übrigen auch Energie sparen, wo immer man Energie sparen kann. Nun wird man aber auch, wenn man viel Energie spart, und wir können vor allen Dingen im Wärmebereich noch sehr viel Energie sparen, Gebäudesanierung, Sie wissen das alles, dann wird man immer noch Strom brauchen. Und der Strom wird vorzugsweise im Bereich der erneuerbaren Energien aus Windenergie erzeugt werden. Und die Windenergie, die kann man besser, obwohl sie hier in Baden-Württemberg alles können, außer Hochdeutsch, aber die Windenergie kann man besser im Norden erzeugen. Und in Zukunft auch vor allen Dingen auf den Meeren aufschauen. Wenn das so ist, und wenn Sie gleichzeitig wollen, dass die wirtschaftliche Kraft Baden-Württembergs erhalten bleibt, ich möchte das, dann werden wir es mit dem Sachverhalt zu tun haben, dass der Energie im Norden erzeugt wird in Zukunft und die Wirtschaft, viele Unternehmen weiter im Süden, in Baden-Württemberg und in Bayern sind. Und das heißt, dass wir Möglichkeiten brauchen, den Strom vom Norden in den Süden zu bringen. Und das geht nach Maßgabe bisheriger Erkenntnisse nur über den Bau von neuen Hochspannungsnetzen. Und wenn Sie sich jetzt mal anschauen, wo wir diese neuen Netze bauen müssen, dann können Sie die Straße runtergehen und dann können Sie von Ort zu Ort gehen und dann werden Sie überall oder an vielen, vielen Stellen Bürgerbewegungen finden, an deren Spitze die Grünen stehen oder die SPD steht und damit wird verhindert, dass wir in dem Leitungsausbau dahin kommen, wo wir hinwollen, nämlich das Zeitalter der erneuerbaren Energien möglichst schnell zu erreichen. Ich komme ja in Deutschland rum. Ich weiß noch, wie das ist. Ich könnte da ganz groß rauskommen, wenn ich mich überall hinstelle. Bei Ihnen sage ich, Pumpspeicherwerk muss vielleicht nicht sein. Würde wahrscheinlich auch ein paar klatschen, hier nicht, aber draußen. Und dann fahre ich nach Niedersachsen und dann sage ich, was bei Ihnen durch den Ort eine Hochspannungsleitung? Ist ja wirklich ganz unglaublich, haben wir da nicht 20 Kilometer weiter eine Möglichkeit? Und dann fahre ich wieder 20 Kilometer weiter und sage, dahinter, wo ich gerade herkomme, die könnten das wirklich gut haben. Meine Damen und Herren, so können Sie nicht Politik machen, wenn Sie verantwortlich für Deutschland oder verantwortlich für Deutschland. So geht es nicht, meine Damen und Herren. Das passt nicht zusammen. Und deshalb heißt die Aufgabe, eine in sich schlüssige Politik zu machen. Und ich habe mir manchmal in den letzten Jahren oder gerade auch Monaten, als wir jetzt hier Wahlkampf machen, die Frage gestellt, stellt sich mal vor, wir hätten alle vor 100, 150 Jahren gelebt. Da hätte es noch keine Eisenbahn gegeben und keine Erfindung des elektrischen Stroms. Und jetzt wäre es unsere Aufgabe gewesen, das ganze Eisenbahnnetz zu verlegen und die ganzen Stromleitungen. Glauben Sie, wir werden jetzt zum Schluss elektrifiziert und ein Eisenbahnland in Deutschland? Ich sage Ihnen, Baden-Württemberg wäre eins. Bayern wäre eins. Und ich möchte, dass alle Bundesländer eins wären. Und deshalb ist es wichtig, dass Baden-Württemberg ein solches Land auch bleibt, was für die Zukunft Vorsorge trägt, damit auch zukünftige Generationen vernünftig leben können. Und das brauchen wir auch, um das Zeitalter der erneuerbaren Energien zu erreichen, meine Damen und Herren.
da hat man es relativ einfach. Die sind dann erst dafür, wenn es fertig ist. Also wenn die Bahnstrecke gebaut ist und der Zug schnell fährt, dann sitzen alle drin, klimpern auf dem iPad, haben sie auch um die Entwicklung des Computers nicht gesorgt, aber nutzen, wunderschön. Da kann ich nicht mit anfangen. Und die SPD, da weiß ich nicht, ob es schlimmer oder besser ist. Der von Ulm, der Oberbürgermeister, ist für Stuttgart 21, dann finden sie wieder einen, der ist dagegen, der dritte sagt sich richtig, sagt, ich mache mal eine Volksabstimmung, dann sagt ihr euch, was rauskommt, mache ich. Meine Damen und Herren, heutige Politik in einer Welt, in der auch der Wettbewerb hart ist, in einer Welt, wo man für seine Überzeugungen einstehen muss, in einer Welt, wo andere auch gut leben wollen, in einer Welt, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht mehr Ressourcen verbrauchen, um zukünftigen Generationen nicht alles wegzunehmen. Da müssen die Dinge zueinander passen und bei der christlich-demokratischen Union passen die Dinge zueinander und deshalb werbe ich dafür, dass Stefan Mappus Ministerpräsident dieses Landes wird. Baden-Württemberg und manchmal auch in Sachsen-Anhalt, die am Sonntag wählen. Und schauen Sie, da haben wir immer wieder die Diskussion, wo steht ein Land bei den Ergebnissen für Bildung, bei der PISA-Studie? Baden-Württemberg vorne, Rheinland-Pfalz dahinter. Wo steht ein Land bei der Arbeitslosigkeit? Baden-Württemberg, ganz niedrige Arbeitslosigkeit, sehr viele Beschäftigte, Rheinland-Pfalz schlechter. Wo steht ein Land bei vielen anderen Dingen, bei der Entwicklung der Infrastruktur? Bei Wirtschaftswachstum zum Beispiel, bei Exporten. Und dann stellt sich immer in Rheinland-Pfalz die Frage, glauben Sie eigentlich, dass Sie dümmer sind als die in Baden-Württemberg? Wenn ich bei Ihnen die stellen würde, Sie würden noch sagen, ja, die sind da dümmer in Rheinland-Pfalz. Aber da ich aus dem Norden komme und nun todsicher bin, dass wir nicht dümmer sind als Sie, sage ich, es muss doch irgendwas mit dem Regieren zu tun haben. Mit der Frage, was Politik ermöglicht und was Politik verhindert. Und natürlich gibt es hier unglaublich fleißige Menschen. Und natürlich gibt es hier die vielen Mittelständler, die eine tolle Idee haben. Und natürlich gibt es die tollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in der Wirtschaftskrise und überall immer zusammengehalten haben mit ihren Unternehmern, mit den Familienunternehmen und den großen Unternehmen. Aber meine Damen und Herren, es gibt eben auch eine Landesregierung, die sagt, bevor man was ausgibt an Geld, muss man erstmal auch was einnehmen. Und die sagt, wir führen keine Neiddiskussion, sondern wir sind dankbar für jeden, der zu diesem Land etwas beiträgt. Wir sind dankbar für jeden, der Steuern zahlt. Wir sind dankbar für jeden, der Sozialversicherungsbeiträge zahlt, für die Rente, für die Pflege, fürs Gesundheitssystem. Und den Leuten schmeißen wir nicht dauernd Knüppel zwischen die Beine und versuchen, ihnen noch was wegzupressen, sondern die ermuntern wir, sich für unser Land einzusetzen, damit die, die Hilfe brauchen, die Solidarität brauchen, auch Solidarität erfahren können, und zwar nicht auf Pump, sondern durch redliche Arbeit. Und das soll so bleiben in diesem Land. Das ist mein Ziel. Den Aufbau in den neuen Bundesländern. Aber ich unterstütze Stefan Mappus absolut, wenn er sagt, es kann nicht sein, dass Baden-Württemberg ordentlich wirtschaftet, ab 2014 einen ausgeglichenen Haushalt hat, Milliarden in den Länderfinanzausgleich zahlt und dann gucken die Menschen zu, wie sich Leute, die das Geld bekommen in Nordrhein-Westfalen, die sind ja gestern gerade verurteilt worden, die Landesregierung, und in Rheinland-Pfalz Sachen leisten, die sich Baden-Württemberg nicht leisten kann. Das kann ich nicht. Das ist für alle am besten. Für die Stärkeren genauso wie für die Schwächeren. Wenn Leistung sich lohnt. Wer arbeitet zum Beispiel, der muss einfach mehr haben, als wenn er nicht arbeitet. Wenn Hartz IV und Arbeitslosengeld II in der Kombination mit ein bisschen Schwarzarbeit mehr erbringen, als jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit zu gehen, dann stimmt im Lande was nicht.
vom Staat Unterstützung bekommen. Und da ist Arbeitslosengeld 2 oder Hartz 4 eine Brücke. Aber nicht eine Brücke ein ganzes Leben lang sozusagen auf den Staat zu hoffen, sondern eine Brücke, wieder in Arbeit zu kommen. Und diese Aufgabe muss erfüllt werden. Und deshalb haben wir auch so lange verhandelt über die Neuregelung von Hartz IV. Weil es eben nicht egal ist, ob man 20 Euro, 10 Euro oder eben 3 Euro mehr gibt. Weil es viele Menschen gibt, die mit Recht sagen, ich gehe jeden Tag arbeiten, ich verdiene auch nicht so viel, ich ernähre eine Familie, ich erziehe Kinder, ich schmiere jeden Morgen die Stullen für die Kinder, ich kümmere mich, ich mache das alles aus Verantwortung für mich, für meine Familie und auch für mein Land. Und diejenigen, die müssen unser Vorbild sein. Und wer das aus eigener Kraft nicht schafft, dem müssen wir es helfen, es zu schaffen. Aber das Ziel kann nicht sein, dass wir sagen, der Staat tritt schon ein, egal ob einer sich anstrengt oder nicht. Und das ist unser Erfolgsrezept. Und das ist Ihr Erfolgsrezept hier in Baden-Württemberg. Und das muss uns sein. Und in Rheinland-Pfalz, da sprechen wir im Augenblick darüber, dass in der dritten Klasse die Zensuren vielleicht abgeschafft werden, weil die Kinder das noch nicht aushalten, wenn sie irgendwie sehen, was sie für eine Note kriegen. Und dann sprechen wir darüber, ob bei den Migrantenkindern vielleicht zum Ramadan keine Klassenarbeit geschrieben wird und alles solche Sachen. Ich habe mir das gar nicht ausgedacht. Aber ich sage Ihnen, ich glaube, es geht gut den Kindern besser. Sie kriegen einen ordentlichen, leistungsorientierten Unterricht, weil zum Schluss sind sie sowieso im Wettbewerb. Mit Kindern aus Europa, aber auch mit Kindern heute aus Asien, aus Amerika und zum Teil auch aus Afrika. Das heißt, wir müssen uns bewähren und wir können miteinander sagen, bei uns ist es schön, ja. Aber Sie wissen es doch, als die Weltwirtschaftskrise war, da ist der Export hier eingebrochen um viele Prozente. Und da waren viele Arbeitsplätze in Gefahr. Wir sind gut, wir können in Wohlstand leben, wenn wir unsere Waren, wenn wir das, was wir erzeugen, produzieren, entwickeln und konstruieren, wenn wir das auch ins Ausland verkaufen können und es besser können als andere auf der Welt. Und die Kredite noch dazu. Schauen Sie, das führt uns gleich zu einem Thema. Danke für den Hinweis. Allgemein verdienen wir im Export, aber manchmal geben wir auch Sicherungen für die, die exportieren als Staat. Das ist richtig, davon sind schon viele Unternehmen sehr groß geworden, meine Damen und Herren. Wir haben meistens auch alles wiedergekriegt. Und wenn ich mal vermute, ob es jetzt um den Euro ging, dann sage ich, ja, wir müssen auch darauf achten. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Bundesregierung das gemeinsam auch mit den Ministerpräsidenten der Länder tut. Da sind die CDU-Ministerpräsidenten immer der gleichen Auffassung. Wir müssen darauf achten, dass auch unsere gemeinsame Währung, der Euro, stabil bleibt. Und deshalb sagen wir Solidarität natürlich, wenn es notwendig ist. Aber als erstes Mal muss jeder in Europa eine solide Haushaltsführung haben. Und wer jahrelang gesündigt hat, der kann jetzt nicht erwarten, dass wir ihm einfach beispringen, sondern der muss selber wieder auf die Beine kommen. Dabei kann es Hilfe geben, aber nur Hilfe zur Selbsthilfe, meine Damen und Herren. Das ist unser Problem. Das gehört auch zur Wahrheit. Der Euro, den wir jetzt fast 10 Jahre haben, hat uns gut durch die Wirtschaftskrise geführt. Ich möchte mir nicht ausdenken, wie viele Stützungskäufe wir hätten machen müssen in Europa. Europa ist unser Handelsraum. Bis vor einem Jahr haben wir mehr nach Belgien exportiert als nach China. Nur um mal die Größenordnung zu sagen. Und in den 10 Jahren, in denen es den Euro gibt, ist die Inflationsrate geringer gewesen als in den letzten 10 Jahren der D-Mark. Also es lohnt sich für uns, sich für einen Euro einzusetzen, aber für einen starken Euro. Für einen Euro, bei dem zum Schluss alle miteinander gut daran arbeiten. Meine Damen und Herren, es geht also am 27. März um die Frage, wie gut geht es Baden-Württemberg in den nächsten Jahren? Man wählt nicht für die Leistung der Vergangenheit,
Aber man kann schon mal in die Vergangenheit gucken und fragen, können die das? Und da würde ich einfach sagen, wenn ich mir die Situation von Baden-Württemberg anschaue, die Exzellenzuniversitäten, die tollen Forschungseinrichtungen, die Unternehmen, die Arbeitsplätze, alles was da ist, die Schulresultate, es lohnt sich für dieses Land zu kämpfen. Und die christlich-liberale Koalition in diesem Land unter Führung der CDU, zuletzt unter der Führung von Stefan Mappus, hat gezeigt, dass sie super durch die Wirtschaftskrise gekommen sind und dass sie wieder anknüpfen an die Zeiten davor und sagen können, dieses Land lebt in einem guten Durchstand. Und wenn Sie möchten, darüber müssen Sie mit den Menschen bei sich, mit Ihren Nachbarn, mit Ihren Familienmitgliedern, mit denen, die sagen, soll ich gehen, soll ich nicht gehen, ach, ist doch alles egal und irgendwie wird es schon sein und Politik kann doch nichts ausrichten, mit denen müssen Sie in den nächsten Tagen noch reden. Allein schaffen wir das nicht, wir machen viel Wahlkampf, aber wir sind auch ein Stück weit darauf angewiesen, dass Sie, die Sie ja über Ihre Zukunft entscheiden am 27. März, auch für ein Baden-Württemberg arbeiten und ein bisschen werben, das Zukunft hat. Und deshalb, meine Damen und Herren, meine herzliche Bitte an Sie, gerade in so schwierigen Zeiten, gerade in Zeiten, wo es Augenmaß bedarf, wo es Redlichkeit bedarf, wo wir natürlich auf neue Fragen neue Antworten finden müssen, wo wir uns aber auch nicht in die Tasche lügen dürfen. Gerade in diesen Zeiten geht es darum, alles zu tun, damit Baden-Württemberg ein starkes Land bleibt. Und das können wir schaffen, wenn wir aufbauen auf dem, was dieses Land geleistet hat, was die Menschen in diesem Land geleistet haben. Und wenn wir den Weg weitergehen, ein Weg, in dem Leistung zählt, in dem Leistung belohnt wird und daraus die Kraft erweckt, Älteren, Schwächeren, denen, die geleistet haben oder denen, die es nicht können, helfen zu können. Und ich bin stolz darauf, dass Deutschland, ganz besonders auch Ihr Land, ein Land ist, in dem Solidarität gelebt wird. Aber ein Land kann nur dann Solidarität leben, wenn es eben auch Leistung anerkennt. Um diese Dinge geht es. Und deshalb, meine Damen und Herren, werben Sie, gehen Sie rum, wenn Sie heute gefragt werden, heute Abend, wo waren Sie denn nachmittags, dann reden Sie ruhig drüber. Fragen Sie, Merkel ist ein bisschen spät gekommen, hat im Auto gesessen, noch telefoniert, ist auch schön, dass Sie das sagen dann. Und auf die Fragen, wie sah sie aus, sagen Sie ein bisschen müde oder auch nicht, das ist Ihre Wahl. Der Strobel hat auch schön gesprochen, der Markus muss heute ins Fernsehen, deshalb war er nicht da. So weit, so gut. Aber dann sagen Sie auch noch, worüber wir sonst noch gesprochen haben. Und dass es um viel geht am 27. März. Ich sage Ihnen, ich komme immer gerne nach Baden-Württemberg, weil hier die Menschen ein wunderbares Zuhause haben und weil sie hier das leben können, was in ihnen steckt. Ich möchte, dass das so bleibt. Und deshalb werbe ich dafür, wählen Sie CDU, gehen Sie zur Wahl, unterstützen Sie Stefan Mappus und unterstützen Sie Ihre Kandidaten. Felix Schreiner hier und den Nachbarn aus Schüle und weil sich jemand von Singen verirrt haben soll, auch deren Kandidatin. Also unterstützen, kämpfen, machen, tun, um eines einzigen Zweckes willen, damit es Baden-Württemberg weiter so gut geht wie heute. Herzlichen Dank.